Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen Video. Und heute geht es um das Thema, wieso so viele YouTuber im Moment extrem wenige Klicks haben und wieso viele Leute Videos nicht in der Abo-Box angezeigt bekommen. Es gibt dazu nämlich wirklich eine klare Aussage von YouTube und die ist einfach nur sehr, sehr ernüchternd. Das, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, ist wirklich einfach nur verdammt traurig, Jungs. Vor einigen Tagen postete Chaos folgenden Post. Ich werde euch das Ganze direkt mal in Deutsch sagen. Wenn eine Person auf Abonnieren drückt, dann sagt diese Person, ich will den Content dieses YouTubers sehen und nicht, ich will, dass YouTube entscheidet, wie viel Content ich von diesem YouTuber bekomme. Kommt schon, Jungs. Abonnieren ist eine Handlung, die bedeutet, dass der, der abonniert hat, den Content sehen will. Mehr ist es nicht. Und wenn die Person, die abonniert hat, den Content nicht bekommt, dann ist das doch eindeutig falsch, oder nicht? Wir schauen uns jetzt noch schnell dieses Video dazu an, denn das ist sehr, sehr wichtig. Das sind YouTube-Creator oder sonst was auf jeden Fall, irgendwelche YouTube-Leute. Das ist ein offizielles Video von YouTube selbst und da wurden Sachen gesagt, ja, die will man eigentlich nicht hören. Aber genau wegen diesen Dingen, die da eben gesagt wurden, wurde eben so ein Post veröffentlicht und deswegen ist das Ganze auch so ins Rollen gekommen, dass das einfach absoluter Bullshit ist und es ist auch absoluter Bullshit. So, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an und ihr müsst wirklich ganz genau zuhören. Direkter Anfang ist einfach nur... We don't notify all of your subscribers, right? We notify all of your subscribers who have rung the bell. So, habt ihr das am Anfang gehört? Wir benachrichten nicht alle eure Abonnenten. Wir benachrichten alle Abonnenten mit der Glocke. What the fuck, Alter? Abonnieren heißt, ich will den Content sehen. Abonnieren heißt, ich will, dass die Videos in meiner Abo-Box angezeigt werden. Und das widerlegt er mit dieser Aussage direkt. In der ersten Sekunde. Jo, wir benachrichtigen nicht jeden deiner Abonnenten. We notify all of your subscribers who have rung the bell. And then your most active subscribers after that. Okay, so we try to notify the people who we believe would be most likely to tune in and watch your content. That's right. While it's live. That's right. While not necessarily overwhelming and spamming all of your subscribers with these notifications. That's right. That makes sense to me. Yeah. That's what we see our users want. Okay. Okay, die Qualität des Videos war jetzt auch nicht wirklich gut, aber das ist jetzt auch komplett egal. Es geht eigentlich nur um den Ton. Und den habt ihr gehört. Es geht darum, dass YouTube dich nicht voll spammen will, wenn du wen abonniert hast. Aber ich abonniere eine Person nicht, wenn ich die Videos nicht sehen will. Das ist wohl wirklich das Logischste, was es überhaupt auf dieser Welt gibt. Wenn ich jemanden abonniere, will ich die Videos sehen. Wenn ich sie nicht bekomme, hat YouTube etwas falsch gemacht. Sie argumentieren das dann damit, dass sie euch nicht zu spammen wollen oder sonst was. Aber dann deabonniere ich doch einfach, wenn ich zu viele Videos bekommen und meine, okay, das ist mir jetzt zu viel, ich deabonniere. Aber sie können doch nicht selbst entscheiden, ob sie Videos anzeigen oder nicht. Das ist doch eigentlich kompletter Schwachsinn. YouTube sollte eine Plattform sein, die passiv im Hintergrund steht. YouTuber selber sollten das Ganze machen. Und YouTube sollte passiv im Hintergrund gute Arbeit leisten. YouTube stellt sich aber gerade komplett in den Vordergrund und arbeitet wie in einer Alleinherrschaft, Alter. Die machen, was sie wollen. Oh mein Gott, das darf nicht sein. YouTuber selbst müssen doch ein Recht dazu haben, dass die Abonnenten von ihnen die Videos bekommen. Ich kann doch nicht ein Video machen und die Leute sehen es nicht. Das ist einfach nur scheiße. Ich weiß ehrlich nicht genau, was sich YouTube dabei gedacht hat. Vielleicht ist es auch dazu da, dass sie den YouTubern selber nicht so viel auszahlen müssen, dadurch, dass sie eben weniger Klicks haben, aber sonst fällt mir eigentlich kein Grund ein, es ist einfach nur schwachsinnig. Falls ihr irgendwie eine Idee habt, wieso YouTube das so macht, dann schreibt mir das unbedingt jetzt in die Kommentare rein. Was ich euch jetzt noch vorenthalten habe, ist die Antwort von YouTube selbst auf Twitter. Ja, sie schreiben, in der Vergangenheit haben einige Zuschauer gemeint, dass sie ein bisschen frustriert sind, weil sie zu viele Benachrichtigungen bekommen. Und dazu kann ich sagen, wer soll das gesagt haben, Alter? Wenn ich jemanden abonniere und dann das Video sehe, dann bin ich doch nicht frustriert, Alter. Oder ich denke mir doch nicht, wow, Alter, das ist mir viel zu viel, das ist ja voll gespammt, Alter. Wenn ich jemanden abonniere, kriege ich die Videos. Das weiß jeder einzelne Mensch auf YouTube. Natürlich fühlt nicht jeder so, deswegen haben wir halt die Glocke dazugefügt. Für alle Abonnenten, die irgendwie Angst haben, dass sie bestimmten Content nicht sehen, gibt es hier eben die neuen Settings, um das Ganze eben umzustellen. Alter, das soll normal funktionieren. Ohne irgendwas sollten Abonnenten Videos bekommen.
von den Leuten, die sie abonniert haben. Ja, wenn man dann hier auf den Link draufklickt, kommt man eh nur zu so einer Hilfe-Homepage, zu einer Support-Homepage von YouTube, wo einfach nur steht, bla bla bla, Glocke aktivieren. Mehr steht da auch nicht. Ich bin verdammt enttäuscht von YouTube selbst, denn YouTube hat einfach nur die Aufgabe, dass sie passiv im Hintergrund stehen und das tun sie eben nicht. Und da ja, bin ich sehr enttäuscht. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann war es das auch schon wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.